Mit Pforzheim verbindet mich mein Mann, mein Café, das Café d'Anvers in der Lichtsteiner Straße und die vielen, vielen tollen Gäste, jung und alt, die uns täglich in die wunderschöne Dilsteiner Straße besuchen. Pforzheim ist eine Stadt mit großes Potenzial. Ich sehe jeden Tag hier, wie viele Menschen aus verschiedenen Nationen, mit verschiedenen Kulturen und Hintergründen friedlich miteinander leben können. Und es zeigt mir auch jeden Tag hier, dass die Leute es wollen. Für mich sind die Löblichen Singer eine sehr authentische Bewegung. Damals, vor 500 Jahren, haben die Gründer Verantwortung übernommen, während sich andere zu Hause versteckt haben.